Wintersport ist für mich, oder insgesamt Sport, ist für mich natürlich schon was, was mich mein ganzes Leben lang begleitet. Meine Eltern waren ja früher auch relativ gute Sportler oder sehr gute Sportler, und dann bin ich natürlich mit dem Sport groß geworden. Hat mich mein ganzes Leben lang geprägt, und deswegen kann man schon auch sagen, dass das schon so ein bisschen die erste große Liebe war. Das ist eine Schule fürs Leben. Ich meine, man lernt natürlich mit Niederlagen umzugehen, lernt aber auch die Natur sehr zu schätzen, und vor allem auch lernt man den Respekt vor der Natur zu haben, und das ist ganz entscheidend. Und man bewegt sich, man tut was für seinen Körper. Und deswegen ist für mich, also ein Leben ohne Sport oder auch ohne Berge, ist für mich kaum vorstellbar. Es ist kein bestimmtes Ritual, dass ich mir die Zähne nur mit der linken Hand putze oder mit der rechten. Also das gibt es nicht. Aber was ich schon immer mache, ist, ich steige immer als erstes in meinen linken Ski ein, direkt vorm Rennen, aber das war es dann auch schon. Meine Botschaft: Geht's nach draußen, bewegt euch, geht's Skifahren oder Schlittenfahren, freut sich, wenn der Schnee fällt, und vergrabt sich nicht zu Hause. Der Winter kann sehr, sehr schön sein, auch wenn es einen friert, das ist wurscht. Gibt's genügend Klamotten zum Anziehen, bewegt euren Hintern, sonst gibt's Ärger von mir. Servus.